Das ist doch ein Grund zu feiern, der 950. Geburtstag. 48 Gruppen haben die Zuschauermassen am Straßenrand auf eine Zeitreise durch die Geschichte mitgenommen. Sulzbergs Bürgermeister Thomas Hartmann leitete den Festumzug am Sonntag in der Ehrenkutsche an. Danach ging es von den Anfängen der Gemeinde bis in die Neuzeit. Die rund 1300 Mitwirkenden haben sich viel Mühe gegeben, egal woher sie waren. Hauptsächlich Sulzberger Gruppen, aber auch einige auswärtige Rittergruppen, historische Gruppen, aber insbesondere auf unsere alten Feuerwehrgruppen sind wir sehr stolz. Und was ich auch ganz, ganz schön fand, die Hochzeitsgruppe unserer Partnerstadt Chaillot in Frankreich, da hat ein Ehepaar den 20. Geburtstag bzw. die 20. Hochzeit, das 20. Hochzeitsjahr gefeiert. Aber heute stand die Gemeinde im Mittelpunkt. In monatelanger Detailarbeit hatten die einzelnen Gruppen den Festumzug vorbereitet. Manch einer machte da auch schon einmal stärker auf sich aufmerksam. Und dass Sulzberg wirklich 950 Jahre alt ist, das kann die Gemeinde auch belegen. Es ist urkundlich erwähnt, Sulzeberg und Mosebach sind in einer Urkunde erwähnt und darum wissen wir das ganz genau, dass wir heuer 950. Geburtstag feiern dürfen. Gesagt, getan. Dank des herrlichen Wetters säumten auch unzählige Zuschauer die Straßen in Sulzberg, um den Umzug zu bewundern. Trotz der sehr anschaulichen Zeitreise durch 9,5 Jahrhunderte war jedoch zumindest einer froh, im Heute zu leben. Der Bürgermeister von Sulzberg. Ich möchte mit früher nicht tauschen. Es gab sicherlich ganz unterschiedliche Epochen. Aber ich meine, wir leben in einer genialen Zeit und ich kann nur jeden auffordern, diese Zeit zu genießen. Man hört immer wieder sehr viel Negatives, aber ich glaube, man muss das Positive in den Vordergrund stellen. Insbesondere jetzt in der Finanzkrise. Sicherlich gibt es manches zu tun, auch politisch zu tun, aber genießen wir diesen herrlichen Tag und diese gute Zeit. Doch für Politik war an diesem Tag nicht wirklich Platz, denn schließlich hatte die Gemeinde einen halbrunden Geburtstag zu feiern. Und da blieb den Politikern aus der Region nur das Zuschauen übrig.